Bier frisst Hirn. Diese einfache Erkenntnis ist nicht neu. Denken wir nur an die börseneuphorische Dotcom-Blase, die sich vor knapp 20 Jahren weltweit aufbaute. Aktuell sehe ich ein wiederkehrendes Phänomen, den Bitcoin. Ist die Gewinnaussicht eines Schneeballsystems groß genug, setzt der Verstand oft aus. Vorab zwei Punkte für die Investitionswilligen, die gerade ihr gesamtes Geld zusammenkratzen oder gar Kredite aufnehmen wollen, um in den Bitcoin zu investieren. Erstens, investieren Sie immer nur in Dinge, die Sie wirklich verstehen. Grundsätzlich lassen sich Menschen immer wieder hypen und nehmen eine noch so unsinnige Propaganda ahnungs- und somit kritiklos an. Wenn sich dann das komplette Vermögen in nichts aufgelöst hat, ist der Katzenjammer groß. Ich stelle bei meinen Gesprächen zu dem Thema immer wieder fest, dass die meisten Menschen, die mich fragen, ob man nun in den Bitcoin einsteigen sollte, nicht einmal eine grobe Ahnung von dem Thema haben. Selbst Grundbegriffe wie kryptisch, Blockchain oder Algorithmus, die immer wieder genannt werden, vermitteln den Anlegern zwar ein hohes Expertiseniveau, aber verstehen tun sie es doch eher nicht. Wurden den Derivateanlegern bei den Banken vor dem Crash 2008 nicht auch mit Begriffen wie Leverage Effect, Cap and Floors, Reverse Floater oder Total Return und so weiter eine hohe Intelligenz und Sicherheit vorgegaukelt? Zweitens. Das Risiko einer Kapitalanlage liegt immer in der Zukunft, niemals in der Vergangenheit. Das merken Sie sich bitte. Aber genau mit theoretischen Rückschauen werden Menschen motiviert. Dann heißt es, hätte man vor Jahren ein kleines Vermögen in einer bestimmten Form angelegt, könnte man heute über eine Riesensumme verfügen. Die erste Reaktion vieler Anleger auf solche Aussagen, hätte ich doch damals auch dort investiert. Deutlich erkennbar wird hier ein vernebelter Denkprozess. Man hört es immer wieder, hätte ich nur. Ich sage dann immer, wenn hätte ich kommt, ist hab ich weg. Sie kleben ja auch nicht an Ihrem Auto die Windschutzscheibe vorne zu mit dem Argument, ich sehe ja anhand des Rückspiegelbildes, wie es vorne weitergeht. Meine Zielgruppe sind bei dieser Stellungnahme nicht die Bitcoin-Jünger, die nahezu jede Kritik sofort reflexartig abwehren. Versuchen Sie einmal einem Thermomix-Fanatiker eine Kritik über sein geliebtes Küchengerät nahezubringen. Sie wissen, was ich meine. Das Sicherheitsargument für den Bitcoin soll die mathematische Begrenzung der Geldmenge sein, heißt es. Somit wäre das Inflationsrisiko eliminiert. Der Kurs der verschlüsselten Währung ergibt sich also aus der reinen Nachfrage gegenüber dem klar begrenzten Maximalangebot. Die Aufblähung der Geldmenge, wie sie vom normalen offiziellen Bankensystem unter zugegebenermaßen fragwürdigen Umständen fabriziert wird, fällt also weg, wie es die Kryptobefürworter immer wieder argumentieren. Nun sollte allerdings nicht vergessen werden, dass der Bitcoin in der Geldmenge mathematisch zwar begrenzt ist, aber die Anzahl der möglichen Konkurrenzkryptowährungen ist es nicht. Zurzeit soll es bereits 1300 Konkurrenzwährungen geben, die ebenfalls im Marktsegment der virtuellen Kryptospekulanten wildern. Es zeigt sich, dass somit die Gesamtgeldmenge nach dem Muster des Bitcoins doch nicht begrenzt ist. Spannenderweise suggerieren viele Mainstream-Medien zurzeit bei der Benennung der 1300 Konkurrenzwährungen eine Art Bestätigung der angeblich guten Idee des Bitcoin. Ich sehe hier allerdings eher Alarmsignale statt beruhigende Infos. Ein Kurszusammenbruch des Bitcoin könnte also schnell inszeniert werden, und zwar vom Bankensystem selbst. Man installiert zum Beispiel mit wenigen Millionen Euro, also Peanuts für Banken, um kurz den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank Hilmar Koppert zu zitieren, und legt eine neue, medial gepushte Kryptowährung auf, um die Bitcoin-Junkies auf den neuen, anfahrenden Zug zu locken. Die nun einsetzenden Kursschwankungen könnten das Vertrauen in diese Anlageform zerstören. Auch in der alternativen Denkerszene glaubt man oft, dass dieser Bitcoin dem Zentralbankensystem schwer zu schaffen macht.
Das sehe ich ganz und gar nicht. Bei den Kapitalsammelbecken liegt nach wie vor die Macht und es gehört schon eine große Portion Naivität dazu, zu glauben, sie würden sich diese Macht nehmen lassen. Mit dem Instrument der kryptischen Währungen lassen sich eventuell sogar gigantische Vermögen gewollt in Luft auflösen. Motiv? Denken wir nur an die fernöstlichen Dollarüberschüsse aus Exportgewinnen, an deren Wirksamwerden der Kaufkraft die USA wenig Interesse haben. Letztlich kann man mit den heute bestehenden Machtsystemen jeden Hype ins Gegenteil umkehren, sogar mit dem Effekt einer weiteren Umverteilung von fleißig nach reich. Der Bitcoin ist als verlässliche Wertanlage instabil. Nationale Währungen basieren auf realer Produktivität und der fiskalischen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Auch wenn ich die offenbaren Brechungen dieser Regeln scharf kritisiere. Aus diesem Grunde empfehle ich niemals Anlagen in geldsystemabhängige Produkte, wie sie bei den Finanzdienstleistern permanent angeboten werden. Bei einer Digitalwährung wie Bitcoin gibt es jedoch nicht einmal irgendwelche ökonomischen Grundregeln, nur eine Art euphorisches Vertrauen. Die Argumentation, dass kryptische Währungen für kriminelle Geschäfte und die Umgehung staatlicher Beschränkungen des Kapitalverkehrs eingesetzt werden können, ist natürlich Unsinn. Die Machtstrukturen oberhalb der politischen Repräsentanten verstoßen auch mit den regulierten Währungen gegen diese Regeln. Aber man kann die einfachen Menschen mit diesen billigen Klischees erreichen. Wir erkennen zum Beispiel heute schon den medial gesteuerten Trend, dass viele Menschen sogar einer Abschaffung des Bargeldes positiv gegenüberstehen. Das naive Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Man kann dem Volk einfach alles verkaufen. Der Bitcoin wird in bestimmten Veröffentlichungen auch als Angriff auf souveräne Staaten argumentiert und beschrieben. Die Kryptowährung basiert auf libertären Grundsätzen und seine Befürworter widersetzen sich jedweder Regulierung. Wird es den Staaten zu bunt? Könnten Sie mit einer Medienkampagne eine Regulierung des Bitcoins einzufordern versuchen? Allein die Diskussion wäre Gift für den Bitcoin, da viele Menschen verunsichert werden könnten. Ein heftiges Risiko von Kursabstürzen entstünde. Die unkritische Herangehensweise sogar einiger linksorientierter Umweltschützer, die mich anschrieben und einen Anlagetipp zum Thema Bitcoin von mir wünschten, den sei Folgendes gesagt. In den USA ist der Stromverbrauch elementar. Airconditions und Superkühlschränke und ständig laufende Fernseher führen zum höchsten Pro-Kopf-Stromverbrauch der Welt. Im Kontext zur Digitalwährung Bitcoin kann man die Amerikaner jedoch als äußerst umweltbewusst bezeichnen. Eine einzige Bitcoin-Überweisung benötigt heute 250 Kilowatt Strom durch eine extreme Rechnerleistung. Das entspricht einem wöchentlichen Stromverbrauch eines Durchschnittsamerikaners. Insgesamt verschlingt das weltweite Bitcoin-Netzwerk schon so viel Elektrizität, wie der gesamte Staat Irland verbraucht. Hochgerechnet würde die Weltenergieproduktion in wenigen Jahren nicht mehr ausreichen, um nur die Bitcoin-Berechnungen systemisch aufrechterhalten zu können. Aber es ist ja so schön, sich weiterhin von einer Euphorie in die nächste treiben zu lassen. Da wirft man seine ethischen Bedenken schnell über Bord. Die Erkenntnisfähigkeit der Menschen ist schwer zu prognostizieren. Und so kann es durchaus sein, dass der Bitcoin noch eine gewisse Zeit steigt, ja sogar explodiert. Aber der Crash ist von einer zur anderen Sekunde möglich. Auch jetzt, in diesem Moment. Für einen kurzfristigen Ausstieg ist es dann zu spät. Diese ganzen Hypes sind übrigens kein Symptom für unsere Neuzeit. Schon im Mittelalter 1637 gab es einen gigantischen Kollaps in den Niederlanden im Rahmen der sogenannten Tulpenmanie. Die Einführung von Tulpen aus der Türkei und deren Veredelung führte zu einer Spekulationssucht ungeahnten Ausmaßes in Holland. Die Allgemeinheit begann zu spekulieren und strich teilweise an einem Tag höhere Kurssprünge ein, als man in einem Jahr mit ehrbarer Arbeit verdienen konnte. Als die Volkswirtschaft in Gefahr geriet,
schritt der Staat ein und beendete diese Spekulationsblase. Die Menschen verloren in Minuten ihr gesamtes Vermögen. Einen Link zur eindrucksvollen Tulpenspekulation des Mittelalters finden Sie übrigens unten hier im Text. Zuletzt noch ein kleiner positiver Effekt zum Bitcoin. Zumindest, wenn man systemkonform denkt. Der hohe Kurs, selbst wenn er stark schwankt, lenkt die Aufmerksamkeit auf die zugrunde liegende Plattform. Diese sogenannte Blockchain-Technologie könnte künftige Zahlungstransaktionen revolutionieren, indem sie die sichere Abwicklung von Vereinbarungen schneller und kostengünstiger ermöglicht und ohne Zwischenhändler. Dazu müssten die Plattformen natürlich völlig stabil und wirklich sicher sein. Und das kann noch dauern. Der Bitcoin wird, selbst wenn er noch ein paar positive Kurskapriolen schlagen sollte, letztlich abstürzen. So meine Prognose. Bleiben Sie also wachsam. In diesem Sinne.